So, und weiter geht's. Diesmal hat Ona ja gesagt, dass Pepe uns ein Schaf verkaufen soll. Das brauchen wir auch. Was machst du hier? Schafe hüten. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Ona mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Ach, Pepe. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay, okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Ja, jetzt auf einmal. Ist klar, ne? Na gut, dann wollen wir dem kleinen Lümmel mal den Hintern retten. Das sind ja junge Wölfe. Oh komm schon, die sind ja One-Hit. Das war ja mal gar nichts. So, bevor ich aber zu Pepe gehe. Nichts zu holen. Nicht da ist nichts zu holen. Nicht da ist nichts zu holen. Das sind aber zwei Wölfe. Nicht da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ich muss doch, einen Wolf kann ich hier noch plündern. So, dann will ich mal gucken, was hier alles zu finden gibt. Das sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus hier, so ein kleines Lager. Ein rostiges Schwert. Feldnöterich. Oh, Felle. Schafsfell. Naja, nicht so geil. Wolfsfelle. Felle eines Schattenläufers. Nicht schlecht. Da können wir beim Jäger richtig was einkassieren. Na gut. Dann ist der Weg ins Kloster auch noch einigermaßen safe. Und ich habe auch schon einen kleinen Abschnitt gesehen, den ich noch gerne ein bisschen, wie heißt es, erkunden möchte, bevor ich jetzt hier mit dem Schaf Richtung Kloster gehe. Schon wieder so ein Irrlicht. Das sind nur normale Keile, okay, verstehe. Keiler ist mir ein bisschen gefährlicher als das Irrlicht. Ich verstehe diese Viecher nicht. Feldräuber. Da ist noch eine Höhle, die würde ich gerne erkunden. Ich glaube, die Höhle ist mit Goblins übersät. Gut. Das ist schon einmal... Ich sag viel zu viel gut in diesem Let's Play. Naja, ist egal. Kriegen wir schon hin. Also von daher wird das kein Problem sein. Als nächstes allerdings würde ich schon gerne zu Pepe gehen und dem sagen, dass die Wölfe platzen. Dann können wir noch ein paar EP von dem abkassieren. Bevor ich allerdings anfange, jetzt hier noch großartig, wie heißt's?
Schafe und so einen Scheiß zu kaufen und mich auf den Weg zum Kloster zu machen, will ich trotzdem nochmal hier hinten so ein bisschen was erkunden. Allerdings mit großer Vorsicht. Weil hier ja auch noch ganz andere Viecher rumlaufen. Die Wölfe sind alle. Du hast es geschafft? Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es unarbeitbar. Dieser verdammte Bulko ist ein Was hast du über Bulk? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Ja, Bulko und Silvio, die sind schon ein bisschen brutal. Das muss ich gestehen, das sind schon, das können wir gleich vergessen. So, speichern. Das war ein interessanter Ladescreen. Goblins, ich glaube mit dem Weidenbogen sind die auch mittlerweile One-Hit, die normalen Goblins. Mit dem Bogen sind die eigentlich. Ja, beim letzten Mal war Goblin-Krieger ein großes Problem. Aber das ist jetzt anders. Ist eigentlich schon krass, dass sie hier so Gold und so einen Scheiß dabei haben. Was wollen die denn damit? Da ist nichts zu holen. In der Höhle geht es sogar noch weiter. Allerdings bin ich mir da gar nicht so sicher, ob ich das will. Oh, wir haben schon relativ viele Dunkelpilze. Das ist ziemlich nice. Ich darf nicht so viel von dem Fleisch essen. Ich brauche nämlich im zweiten Kapitel brauche ich nämlich noch ordentlich Fleisch. Super, beim ersten Mal geklappt. Stabkeule. Okay, ich glaube, das ist die Waffe der Magier. Die kämpfen mit irgendwelchen Stäben oder so ein Scheiß. Gut, die Höhle haben wir dann erforscht. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt will ich nur gucken, was ich sonst noch so erforschen kann hier.
bevor ich jetzt auf irgendwelche Viecher treffe, die jetzt stärk oder beziehungsweise zu stark für mich sind. Was war das denn für ein Geräusch? Niederes Skelett. Ich glaube nicht, dass wir die schon schaffen. Ich probiere es einfach mal. Aber ich befürchte... Nee, das sind zwei. Jo. Das war gut. Okay, niedere Skelette können wir schon mal machen. Weißt du was, ich werde das im South Park Modus machen. Einfach nur als Zeitraffer, mehr ist das nicht. C42-esk. Und jetzt ist wieder alles normal. Gerade bei Sachen, wenn ich die mehrfach esse, muss ja nicht sein. Skelette sind viel zu stark, das kannst du vergessen. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal wiederkommen. War aber cool. Also doch, war in Ordnung. Wir haben einen Stufenaufstieg bekommen. 10 Lernpunkte. Jetzt können wir, glaube ich, sogar in der Stadt einen neuen Trank lernen. Das mache ich aber später, weil ich muss sowieso in die Stadt. Naja, vielleicht finden wir auch im Kloster jemanden, was der uns was beibringt. Hey! Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Hier sind 100 Goldstücke. Gib mir ein Schaf. Gut. Nimm dir die Liesel mit. Oh, Liesel. Du findest sie hier auf der Weide. Sag ihr einfach, sie soll dir folgen. Sie ist ziemlich klug für ein Schaf. Behandle sie gut. Danke, werde ich machen. Liesel? Hallo, Schaf. Komm mit. Das Schaf folgt mir jetzt. Es ist genial. Komm mit. Oh, die Liesel. Das ist wirklich nicht mein Problem.
mir so etwas nie erlauben. Meinst du nicht, dass sich daran was ändert? Ja, keine Ahnung, was du es nicht. Ich hatte das nicht. Das war doch deine Entscheidung. Was ist eine schlimme Sache? Komm mit, Liesel. Ja, die können ruhig ein bisschen schneller laufen. Ich habe immer noch genug Goldstücke, okay. Ei, der daraus, ei, der daraus. Was mach ich? Wie sieht das mit der Liesel aus? Die Liesel folgt mir noch. Ja. Super. Ich muss gucken, ob es nicht vielleicht hier noch irgendwo Wölfe gibt. Weil du kannst dem Schaf nämlich auch befehlen, stehen zu bleiben. Weil ich glaube, wenn ich mit dem Schaf hier lang laufe, kann es passieren, dass hier noch ein paar neue Wölfe rumlaufen. Oh, ich sollte mal auf die Liesel warten. Kommen Sie auch schön mit? Super. Ich weiß jetzt auch, wie ich das diesen Part nennen werde. Was ist mit den 1000 Goldstücken, kann ich ja bei den Klosterbrüdern hier noch verstehen, aber warum sie unbedingt ein Schaf haben wollen? Dann komm mal mit, Liesel. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin immer, wenn ich ins Kloster gegangen bin, immer durch den, über den zweiten Weg. Dass der auf einmal gebuggt ist und nicht verfügbar ist, obwohl ich diese Kack-Innerstatue bei mir habe. Versteh einer, wer will. Ich möchte nur Vize werden. Ich sehe, du bringst die nötigen Gaben mit. Wenn du wirst, doch wenn du diese Entscheidung triffst. Ja, ich will mein Leben in den Dienst Innos stellen. Dann sei willkommen, Bruder. Ich übergebe als Zeichen deiner freien Entscheidung ist es, du bist jetzt Novize. Wenn du im Kloster bist, wenn... Werden mir jetzt meine Verfehlungen... Noch nicht. Sprich mit Meister Parlan. Er wird dich segnen und dich von deinen Sünden reinwaschen. Gut, Liesel. Wir sind jetzt Novize. Dann kann ich eigentlich auch diesen komischen Gürtel ausziehen. Willkommen.
Willkommen, neuer Novize. Ich bin Palan. Ich bin... ein Novize. Es ist nicht wichtig, wer du vorher warst. Jetzt bist du ein Diener Innos. Das ist alles, was zählt. Und mit der Aufnahme in die Gemeinschaft des Feuers werden dir nun alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Zum Glück haben wir vorhin über die Stadt ausgeräumt. Ausgeraubt. Der sein Leben in seinen Dienst stellt. Und jetzt? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Du wirst arbeiten und der Gemeinschaft dienen. Doch bring zunächst dein Schaf zu Opolos. Er wird sich drum kümmern. Du kannst dein Gold bei Gorax, unserem Verwalter, abgeben. Du findest ihn in der Weinkellerei. Und wenn du das erledigt hast, sprich... Ich werde mich dann nicht anschauen. Gut. Novize, hier, der da. Pass gut auf meine Liesel auf, Opolos. Hallo. Du bist doch der Neue. Ich bin Opolos. Ich kümmere mich hier um die Schafe. Ich habe die Liesel mitgebracht. Kann ich sie dir überlassen? Ja, natürlich. Kein schönes Tier. Ich werde gut auf sie aufpassen. Kein schönes Tier, sagt der Drecksack. Gut. Gorax im Weinkeller. Ist er hier? Das könnte der Weinkeller sein. Da ist er doch. Kann ich dir behilflich sein? Ich habe einen Haufen Gold mitgebracht. Ah, du bringst mir deine Gabe für Innos. So ist es recht, mein Sohn. Ich werde deine Gabe für das Wohl des Clubs. Ich suche einen Platz zum Schlafen. Direkt nebenan ist noch ein Bett frei. Das erste auf der rechten Seite, neben dem Eingang. Dort kannst du schlafen. Deine Habseligkeiten kannst du in einer der unbenutzten Truhen verstauen. Und denk daran. In den Schlafräumen der Magier hast du nichts zu suchen. Ebenso ist es dir nicht gestattet, die Bibliothek zu betreten, solange du keine Erlaubnis dafür besitzt. Naja, das Kloster. Ohne zu fragen, darfst du nicht mal auf die... darfst du nicht mal scheißen. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Das war mir klar. Ich brauche... Zauberstab, Stab der Feuermagie. Ah. Ulta verzauberte diesen Stab. Nicht schlecht. Bereitschaft 250. Werde ich mir vielleicht gönnen. Geisteskraft, Schutz des Holzes, behalte ich alles mal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Eine Spitzhacke kann weg. Die können weg, das kann weg. Dann würde ich mir die Gürtel der Schärpe der Bereitschaft holen. Was ist eigentlich, was haben wir hier? 25, 25, Schutz vor Magie 10, Schutz vor Feuer, okay. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen, hier nebenan ist ein Bett frei, gleich das erste rechts, hat er gesagt. So, wollen wir mal gucken, es regnet, ist natürlich ekelhaft. Oh, die ersten Aufgaben machen hier. Ich suche nach dem Auge Innos. Ich weiß zwar nicht, wer dir davon erzählt hat, aber... Wo befindet sich das Auge? Je weniger Köpfe dieses Geheimnis kennen. Ich muss mit dem Lord Hagen empfängt keine Novizen. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Sprich mit den anderen, Magier. Ich werde dabei über dich wachen. Und wenn du deine Pflichten zur Genüge... Gut, dann muss ich mit den Magiern alle sprechen. Hast du eine Aufgabe für mich? Ihr Novizen habt in den letzten Tagen viel gearbeitet. Und wer viel arbeitet, soll auch essen. Ich gebe dir den Schlüssel zur Vorratskammer. Dort findest du Schafswürste. Verteile diese an die Novizen, aber verteile sie gerecht.
Wenn du das getan hast... Gut, wir kriegen 12 Schafswürste. Eine davon ist für uns gedacht und wir, jeder zweite Novize wird uns anbetteln, noch eine zweite zu bekommen. Das ist die Schatzkammer. Das ist die Vorratskammer. Nehme ich mal mit, ich bin mal so frei. Sieht mich ja keiner hier. So. Hoffentlich gibt das keinen Ärger. 14, stimmt. Und 13 Novizen gibt es. Also mit mir sind es dann 14. So, mach schon mal die Kammer leer. Tür wieder zu. Hoffentlich gesehen hat das keiner, aber es ist die Frage, ob das jemand mitbekommen hat. Und diese muss ich gerecht verteilen. Gut. So. Inno sei mit dir. Ich bin noch nicht lange da. Dann hoffe ich, du wirst dich schnell eingewöhnen. Wenn ich dir... Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos-Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Wird hier auch das Auge Innos aufbewahrt? Natürlich nicht. Was für eine seltsame Vorstellung. Niemand weiß, wo sich das göttliche Artefakt befindet. Was machst du hier? Ich bin der Wächter der heiligen Artefakte. Warum werden die Artefakte bewacht? Besteht Grund zur Sorge, dass sie gestohlen werden? Was für eine absonderliche Idee. Wie kommst du denn darauf? Nur Dienern Innos ist es gestattet, das Kloster zu betreten. Und solche Gedanken hegt kein wahrer Gläubiger. Dann verstehe ich nicht. Soll ich dich mal ablösen? Ist das ein Test? Haben die Magier dich geschickt, mich zu prüfen? Oh, ich wusste es. Aber ich werde diese Prüfung bestehen. Richte den Magiern aus, dass ich wie ein Fels in der Brandung stehe und allen Verlockungen widerstehe. Denn ich bin ein würdiger Wächter. Okay, du hast einen Schatten, sagen wir es mal so. Schläfst du nie? Was für ein seltsamer Gedanke. Natürlich schlafe ich nie. Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Denn nur so kann ich die heilige Pflicht der Wache erfüllen. Schläfst du wirklich nie? Nein. Wenn eine Wache einschläft, dann hat sie versagt. Aber ich werde nicht versagen, denn Innos schenkt mir Kraft und Ausdauer, sodass ich niemals müde werde. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Den Hammer müssen wir später nochmal klauen, weil wir einen magischen Golem besiegen müssen. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Der ist halt unverwundbar. Die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Ganz toll. Willst du eine Wurst? Ah, lecker, lecker. Ah, vielen Dank, Bruder. Kein Problem, Bro. So, jetzt werde ich mal nach oben gehen. Ich muss jedem Novizen eine Wurst geben, mindestens. Um die Aufgabe richtig zu meistern. Willst du eine Wurst? Klar.
So. Ich gehe das jetzt gerne systematisch durch. Hey, du. Willst du noch? Klar. Wie wär's mit einer Leck? Da sage ich nicht nein. So, jetzt muss ich jedem... Wie wär's mit einer... Da sage ich nicht nein. Ich bin da noch gar nicht so weit. Ich habe doch die Aufgabe von den fegen Dingsbums nicht bekommen. Hey. Ist meine Wurst, Bruder. Gut, dass du an mich gedacht hast. Meistens werde ich vergessen. Oh, du kannst mir direkt mal noch eine Wurst dir lassen. Vergiss es, dann habe ich nicht mehr genug. Hey, eine Wurst, das merkt kein Schwein. Wenn du die Neoras bringst, kriegst du bestimmt... Nein, vergiss es. Die habe ich schon. Du willst dich wohl bei Gorax beliebt machen. Nee, 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 sorry, Petro. Die Dingsbums sind nicht so geil. Die Feuernesseln, die habe ich nämlich schon. Ich habe hier diese Schaf... Oh Mann, Wahnsinn! Endlich wieder eine leckere Schafswurst. Das hätte ich dir vorher sagen können. Gut. Das hätte er auch selbst wissen können. Hey! Was willst du? Man erzählt sich ja so einiges. Was machst du hier? Ich habe gegen die Gebote der Gemeinschaft verstoßen. Oh je. Jetzt warte ich auf die Entscheidung des Hohen Rates, ob ich im Kloster bleiben darf. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich verteile gerade Würste. Danke. So steht Hoffentlich wird das nicht meine letzte Wurst sein, die ich hier bekomme. Armer Kerl. So. Der Kerl kann einem leid tun. Hey, du. Was kann ich für dich tun, Bruder? Wieso arbeitest du nicht? Es ist mir gestattet, die Lehren Innos zu studieren. Ich suche die Weisheit in seinen Worten. Eines Tages wird er mich erwählen. Und dann werde ich die Prüfung der... Ich verteile gerade Würste. So, dann arbeitest du für Gorax, was? 4 Stück habe ich noch unten, die habe ich. Willst du eine Wurst? Klar, immer her damit. So, 2 Würste muss ich noch verteilen. Hallo, du bist auch neu hier, oder? Ja, seit wann bist du denn da? Ich bin seit 4 Wochen hier. Bisher noch nicht. Dann nimm diesen hier. Wir Novizen tragen alle einen Stab, als Zeichen unserer Wehrhaftigkeit. Kannst du kämpfen? Nun ja, ich habe schon mal eine Waffe geschwungen. Wenn du willst, kann ich dir was beibringen. Allerdings... dein Anliegen. Hier, nimm mal. Oh, Schafswürste. Toll. Die schmecken am besten. Gib mir doch noch eine Wurst. Dann habe ich nicht mehr genug für die anderen. Eine Wurst hast du eh zu viel. Nämlich die, die für... Komm, ich gebe dir auch eine Feuerpfeilspruchrolle dafür. Nee, noch nicht. Obwohl, na gut, komm. Okay, hier, ne... Na gut. Was hast du für ein... Einer der Paladine, Sergio, ist zurzeit im Kloster. Wenn du ihn überreden kannst, mit mir einige Übungen durchzuführen, dann trainiere ich dich. Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Gut, ein Novize muss ich noch finden. Ich nehme mal den Besen. Habe ich hier nicht 2 gehabt? Was willst du? Ich habe hier eine Schafswurst, Schafskäse, Schafsmilch. So langsam kann ich es nicht mehr sehen. Willst du jetzt die Wurst oder nicht? Ach, gib schon her. Ein Novize ist noch übrig. Die Frage ist, wo ist der? Warte mal. Hier in der großen Haupthalle sind doch auch noch Novizen. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Hey, du!
Nee, irgendwas kann doch da nicht stimmen. Irgendwo fehlt was. Hey, du. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, die Magier hausen hier richtig gut. Möglich ist alles. Es gibt doch nur einen. Hey, Inos sei mit. Kannst du mit Barbo ein paar Übungen machen? Warum fragt er mich nicht selbst? Ich glaube, er ist schüchtern. Verstehe. Gut, wenn es ihm so viel bedeutet, werde ich mit ihm von nun an jeden Morgen zwei... Inos, hello. Danke. Super. Den habe ich, den habe ich, die zwei habe ich, die im Kloster habe ich, die beiden. Dann gucke ich jetzt eigentlich nur noch mal hier oben. Ich habe mit Sergio... Danke. Wenn du willst. Ja, zwei und ist mir egal. Interessiert mich nicht. Warte mal. Habe ich noch eine Schafswurst? Ja, eine habe ich noch. Das kann doch nicht sein. Irgendwas ist doch da verkehrt. Ich habe jedem eine Wurst gegeben. Eine, die habe ich. Hey. Mich. Das will doch keiner wissen. Ich habe hier oben mit allen gesprochen. Auch mit dem, ne? Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Irgendwo muss... Irgendwo ist hier noch jemand... Obwohl, warte mal, ich glaube, ich habe den hier unten vergessen. Nicht den, der die... Hier gibt es ja drei, glaube ich. Also den habe ich, auf jeden Fall. Na, schade, ich dachte, hier wäre noch einer. Okay, dann werde ich mal gucken. Den da links habe ich aber auch schon. Hey, du. Einen habe ich vergessen, aber wen? Gehen wir nochmal eine Route durch. Die beiden habe ich. So. Meine Wurst habe ich Barbo gegeben. Dem habe ich die Wurst gegeben. Okay, den beiden habe ich die Wurst gegeben. Das hätte er auch selbst wissen können. Man erzählt sich ja so einiges. Okay. Gut. Die habe ich. Jetzt gehe ich nochmal hier rein und gucke mal, ob es hier irgendwelche Leute gibt, neue. Hey, du. Hey. Yes. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Gut, super. Habe ich doch gewusst, dass da noch irgendwas fehlt. So, dann habe ich jetzt... Ich habe die Würste... Und du hast es gerecht getan. Nimm diese... Hast du noch eine auf... Ja. Wie du weißt, keltern wir hier einen hervorragenden Wein, den wir auch verkaufen. Mhm. Orlan, der Wirt der Herberge zur Toten Harpier, hat eine Lieferung bestellt. Ausgemacht sind 240 Goldstücke für die Flaschen. Bring ihm diese Flaschen, aber lass dich nicht von ihm übers Ohr hauen.
Gut, das werde ich tun. Gold habe ich ja genug, mehr oder weniger. Dann gehe ich gleich mal direkt zu Orlan. Habe ich eigentlich noch Lern... Ja, ich habe noch Lernpunkte. Boah, 45.550. Nee, nur 45.500. 45.500 XP brauchen wir. Wir haben knapp 40.000, würde ich sagen. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Habe ich noch irgendwo Snapperkraut? Ja. Ich glaube, ich sollte echt mal gucken, dass ich mir als Alchemist den Trank der Geschwindigkeit reinziehe. Ausgezeichnet. Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt, was? Gut, vielleicht kommen wir zwei ins Geschäft. Pass auf, ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Was sind das für Spruchrollen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht damit aus. Die sind von einem Gast, der hat sie hier vergessen. Ja, ja. Okay, na gut. Okay, klingt gut. Gib mir die Hier sind die Spruchrollen. So, wir haben ordentlich Spruchrollen bekommen. Das war vielleicht, war es vielleicht wert. Auf der anderen Seite können wir Gorax ja die 240 Goldmünzen geben. Das ist ja kein Problem. Indem wir einfach hier nochmal so einen 50er Lederbeutel nehmen. Mhm. Arm wie eine Kirchenmaus. Gut, macht nix. Das müssen wir hier nicht erzählen. Ich könnte eigentlich noch mal so ein Ding nehmen. Was haben wir hier? Stärke? Achso, das sind ja die... Ich könnte mir eigentlich mal so ein Sumpfkraut reinpfeifen. Das wär's. Sitze ganz nach im Kloster und ziehst dir irgendein komisches Kraut rein. Yay! Naja. Ich glaube, das Snapperkraut sollte ich mir mal aufheben. Das ist jetzt nicht unbedingt wirklich... was Besonderes. Ich lasse die Pforte mal offen. Na? Ich war bei Orlan. Und? Hast du die 240 Goldstücke bekommen? Ich habe das Gold bekommen. Ausgezeichnet. Du bist zu gebrauchen. Nimm diese Spruchrolle der Heilung als Belohnung. Und nun geh und... Gut, das ist super. Hat der noch eine Aufgabe für mich? Nee, hat er nicht. Gut. Dann will ich erstmal die anderen Magier fragen. Gibt, glaube ich, nur 3 Stück, die ich hier ansprechen kann. Was ist deine... Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor.
Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Naja, alles gut. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Ich hätte das nicht gedacht. Kann ich etwas für dich tun, Meister? Für mich? Nein, ich bedarf deiner Hilfe nicht. Bete lieber für das Heil der Streiter Innos, die ins Minental gezogen sind. Mach ich doch gleich mal. Innos, halte deine schützende Hand über deine Streiter, segne sie mit deiner Kraft, lass ihn deinen Namen mutig kämpfen und zeigen, was dein Wille ist. Pipapo. Du hast für meine Brüder gebetet. Ja. Lass mich an deiner Erfahrung im Kampf teilhaben. Wenn du kämpfst, dann sichere dich so ab, dass dich niemand von hinten angreifen kann. Dankeschön. Innos erleuchtet. Gut, dann würde ich aber mal sagen, speichere ich hier mal ab und wir sehen uns dann im nächsten Part, weil die Zeit ja doch schon vorangeschritten ist. Also bis dann, bis gleich, ciao.